Um der Geschichtsvergessenheit und permanenten Propaganda einen Kontrapunkt zu setzen, habe ich dieses Video hier erstellt. Es geht im Folgenden um die sehr reale Gefahr eines Dritten Weltkrieges und die Grundlage, die dahinter steht. Die da ist, dass zwei hegemoniale Kräfte, und das sind die USA und Russland, aufeinanderprallen und Europa darin droht, als Asche zu enden. Die Grundlage für die vielen Betrachtungen wird ein Buch von Zbigniew Brzeziński sein, ein strategischer Denker der USA, der den Ausspruch, dem angeblich Napoleon zugeschrieben wird, dass man die Außenpolitik der Länder besser verstehe, wenn man die Geografie kenne, inspiriert hat, ein Buch zu schreiben. Dieses Buch heißt The Grand Chessboard oder The Only World Power. Daraus jetzt drei Zitate. Zitat von Zbigniew Brzeziński: Amerikanische Hegemonie besteht in der Ausübung von maßgeblichem Einfluss und, anders als bei den Weltreichen der Vergangenheit, in keiner direkten Herrschaft. Zitat Ende. Nun bedenken Sie einmal, wie viel der Infrastruktur aus den USA wir nutzen, wie viel amerikanische Unternehmen sie nutzen und oder Mobilfunknetzwerke, amerikanische Technik, wie viel Filme, Musik aus den Amerika sie bekommen. Und das verdeutlicht schon ein bisschen von der informellen Macht. Deswegen hieß es ja auch immer die Informal Empire. Aber nochmal Zitat von Brzeziński. Tatsache ist schlicht und einfach, dass Westeuropa und zunehmend auch Mitteleuropa weitestgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen alliierte Staaten an Vasallen und Tributpflichtige von einst erinnern. Und jetzt zum eigentlichen Kern der Sache, zu dem sogenannten Verteidigungsbündnis, dem Nordatlantikpakt, der ursprünglich gegen den Warschauer Pakt gegründet wurde und heute noch als Gespenst des Krieges herumgeistert und die Hirne der Menschen wäscht. Zitat jetzt Brzeziński: NATO, das wichtigste Verbindungsmitglied zwischen Amerika und Europa. Die NATO bietet nicht nur den institutionellen Rahmen für die Ausübung amerikanischen Einflusses auf europäische Angelegenheiten, sondern auch die Grundlage für die politisch entscheidende Militärpräsenz der USA in Westeuropa. Zitat Ende. Man könnte jetzt erweitern auch Mitteleuropa und durch die Ukraine Osteuropa. Man könnte sich auch fragen, was will denn die NATO mit der Ukraine in Osteuropa? Und dass die Ukraine der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist, warum hier Konflikte entstehen müssen, werde ich im Folgenden nachweisen. Aber beginnend mit der Geschichte der NATO. Zug zur deutschen Einheit verspricht der Westen, die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken zu lassen. In Washington macht der damalige Außenminister weitreichende Zusagen. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Ein Versprechen von kurzer Lebensdauer. Die ersten osteuropäischen Länder werden in die NATO aufgenommen. Außenministerin Albright strahlt, als sie ihre Kollegen aus Polen, Tschechien und Ungarn im Arm hält. Ein bedrohlicher Griff aus Sicht Moskaus. Doch man ist zu schwach, um zu reagieren. Bleibt die Frage, ob auch ein vereinigtes Deutschland weiter zur NATO gehören kann. Der Westen scheint darauf verzichten zu wollen. Keinen Zoll ostwärts, verspricht der US-Außenminister James Baker im Februar 1990 in Moskau. Und der BRD-Außenminister Hans-Dietrich Genscher erklärt zur gleichen Zeit: Eine Ausdehnung des NATO-Gebietes nach Osten kann und darf nicht stattfinden. Eine Ausdehnung nach Osten darf nicht stattfinden. Hier die Webseite, freigegeben vom National Security Archive. Hier das Original, in dem man nachlesen kann, die Gesprächsnotizen.
Und weiter unten werden Sie dann finden, dass nicht nur einmal, sondern dreimal vom amerikanischen Außenminister Baker gesagt wurde, not an inch eastward. Und dass es nicht akzeptabel sei, dass sich die NATO ausdehne. Alles mündlich festgehalten, alles zugesichert. Das ist keine Putin-Propaganda, sondern jetzt alles nachweisbar. Bitte schauen Sie sich die Webseite an. Es ist jetzt alles freigegeben und es ist, wiederhole, keine Putin-Propaganda. Das war sogar unter Gorbatschow, sogar noch vor Jelzin, alles klar und sicher. Und mündliche Verträge gelten doch auch, oder? The bedrock of security in Europe, but its role is changing as the continent changes. Last January, NATO opened the door to new members and launched the Partnership for Peace. Auch Clinton benutzte wie Kohl die Formel einer schrittweisen Erweiterung der NATO. Niemand solle ausgeschlossen werden, aber niemand habe von außen kommen das Recht, die Erweiterung mit einem Veto zu belegen. Der russische Präsident erklärte seine Besorgnis, wie er sagte, über die Veränderungen innerhalb der NATO und rief dazu auf, keine neuen Demarkationslinien zu schaffen. Warum diese Saat des Misstrauens, sagte er, wir sind doch alle Europäer. Und bemerkenswert, in Russland werde die Demokratie bald bestattet, wenn die NATO näher an seine Grenzen heranrücke. Этой логике, на наш взгляд, противоречат планы расширения НАТО. Зачем сеять семена недоверия? Ведь мы более не противники. Russlands Präsident. Während Bill Clinton also von Partnership for Peace spricht, Peace, das durch ein Militärbündnis gewährleistet sein soll, spricht es Boris Jelzin direkt an und sagt, was soll denn das Ganze? Wir sind doch Partner und nicht Antagonisten. Was soll denn das jetzt neue Demarkationslinien zu ziehen? Und hier in diesem auch unten verlinkten Interview mit Robert Gates, hier auf Deutsch übersetzt, ist es auch ganz eindeutig, das ist der ehemalige Chef der CIA, der sagt, Gorbatschow und andere ließ man bewusst im Glauben, dass keine NATO-Osterweiterung stattfinden würde. Und er sah auch schon, dass das zu Konflikten mit Russland eben in Zukunft führen würde. Jetzt im Folgenden sehen wir Gorbatschow, wie er sich darüber aufregt, dass er betrogen wurde. That's very good. It also means that the congressmen are not... I believe it's a mistake. It's a bad mistake. И меня не убедят заявления, самые декларации самого такого респектабельного характера относительно того, что России нечего беспокоить. And I'm not persuaded by the assurances that we hear that Russia has nothing to worry about. That was abruptly suspended or terminated in 1990. Нельзя унижать народ, нацию, и нельзя рассчитывать, что это так пройдет. You may not humiliate a nation, a people, and think that it'll have no consequences. Ну и другое, это что уже новая стратегия? So my question is this a new strategy? Говорят, нет. И оборвались в конце 91 года. I think it is Вот если это будет продолжаться так, тогда все, о чем мы говорили, перечисляли, целый перечень проблем, их трудно будет решить. I feel that if, тогда начнем разыгрывать карты друг против друга. I feel that if the same kind of games continue to be played, if one country plays some card against the other country, then all of those problems, all of those issues that we've been mentioning today will be very difficult to resolve. In der heute unterzeichneten Gründungsakte stellen Russland und die NATO fest, dass sie sich nicht mehr als Feinde betrachten. Moskau sitzt künftig im Rahmen eines NATO-Russland-Rates mit am Tisch der Allianz. Dort soll über beide Seiten betreffende Sicherheitsfragen gesprochen werden. Ein Vetorecht, zum Beispiel bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO, gibt es nicht. Dafür verspricht Brüssel, in den neu aufgenommenen Ländern keine Atomwaffen zu stationieren. Außerdem haben Amerikaner und Europäer den Russen schon im Vorfeld des heutigen Abkommens umfangreiche Wirtschaftshilfen
Staatshilfen ebenso zugesichert wie die von Präsident Jelzin schon lange ersehnte prestigeträchtige Aufnahme in die Gruppe der führenden Industrieländer, die dann zur G8 werden soll. Mit diesen Zusagen und dem heute unterzeichneten Dokument ist nun der Weg für die Osterweiterung der NATO frei. Auf dem nächsten Gipfel des Bündnisses in 6 Wochen in Madrid sollen die ersten Beitrittskandidaten aus Osteuropa eingeladen werden. 1997 wird also die NATO-Russland-Grundakte gegründet, die die Sicherheit in Europa garantieren soll und auch der Abrüstung dienen soll. An sich aber ein zahnloses Gremium, weil es gibt weder Vetorechte noch irgendwelche verbindlichen Rechte von irgendeiner Seite, die Einfluss auf die andere nehmen könnte. Man einigt sich schlicht und einfach auf Zusammenarbeit. 1997 ist allerdings noch ein wichtiges Jahr unter anderen Gesichtspunkten. Unter anderem wurde in Madrid die sogenannte NATO-Ukraine-Charta verabschiedet. Noch einmal, 1997 bereits wurde die NATO-Ukraine-Charta verabschiedet, die zur militärischen Zusammenarbeit die NATO und die Ukraine zusammenfügen will und langfristig natürlich auch die Ukraine aufnehmen möchte in die NATO. Das ist die Grundsteinlegung dafür, 1997. Unter anderem wird dort von gemeinsamen militärischen Operationen gesprochen, von einem NATO-Hauptquartier, das in Kiew eingerichtet werden darf. Und 1997 erscheint auch das Buch von Zbigniew Brzeziński, The Only World Power oder The Grand Chessboard. Dabei sehen wir unter anderem, wie er vom demokratischen Brückenkopf spricht. Da Demokratie ja nicht wirklich weit her ist hier auf der Welt, können wir die Demokratie glatt übergehen und konzentrieren uns auf den Begriff Brückenkopf, der sich von West über Mitteleuropa bis Osteuropa bis in Russland hineinerstreckt. Ich lese jetzt aus dem deutschen Universalwörterbuch vor die Bedeutung Brückenkopf. Die ist natürlich militärisch und bedeutet A. Befestigung, Stellung zur Sicherung einer Brücke auf der feindwärts gelegenen Seite einer Brücke. Oder B. Kleines Geländestück, das auf dem feindlichen Ufer besetzt worden ist und das als Ausgangsbasis für die weiteren Kampfhandlungen dient. Einen Brückenkopf bilden. Und was wir hier sehen, ist das im Buch von Zbigniew Brzeziński 1997 vorgeschlagene, der Brückenkopf, der demokratische Brückenkopf natürlich, der es den USA ermöglicht, bis in das sogenannte Gänsefüßchen Feindesland eine Ausgangsbasis zu legen, die für weitere Kampfhandlungen dient. Der demokratische Brückenkopf. Also wiederum 1997 hat eine berühmte Gruppe vom außenpolitischen Experten, die bestehen aus ehemaligen Senatoren, Militäroffizieren, Diplomaten und Akademikern einen offenen Brief an Präsident Clinton geschrieben. Darin schreiben sie: Lieber Herr Präsident, wir glauben, dass die NATO-Expansion die Sicherheit in Europa und die Stabilität unterminieren wird. Russland wird durch eine NATO-Expansion in den nicht-demokratischen oppositionellen Kräften gestärkt und das Sentiment, also die Haltung gegenüber Europa, wird darüber verschärft werden. Es wird geradezu das Gegenteil von Sicherheit bewirken. Und dass er doch darüber nachdenken sollte, eben diese Schritte zu unterlassen und stattdessen stärker mit Russland zusammenzuarbeiten. Schauen wir mal auf der anderen Seite, was im gleichen Jahr der aktuelle Präsident Biden zu sagen hat zur Erweiterung der NATO. The merit and preparedness of the country to come in would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, US-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. So the way
ganz suffisant und mit einem Lächeln auf den Lippen und sich seiner Stärke durchaus bewusst erklärt, Joe Biden, wie die Balance kippen könnte, wenn denn die baltischen Staaten, die ja dann 2004 tatsächlich in die NATO auch noch eintreten werden, die Balance zwischen Russland und dem Westen aus durcheinander bringen könnte und das durchaus hostile, also aggressive Reaktionen aus Russland folgen würden. Natürlich nicht militärisch, weil dazu sind die Russen ja zu schwach. Aber selbst Biden war sich 1997 schon bewusst, was die NATO-Osterweiterung allein der baltischen Staaten bedeutet. Und die sind ja dann tatsächlich 2004 hinzugekommen. Also halten wir noch einmal fest, die NATO ist nichts weiter als ein Militärbündnis. Lesen wir dazu noch einmal Zbigniew Brzezinski. Die NATO, das wichtigste Verbindungsglied zwischen Amerika und Europa. Die NATO bietet nicht nur den institutionellen Rahmen für die Ausübung amerikanischen Einflusses auf europäische Angelegenheiten, sondern auch die Grundlage für die politisch entscheidende Militärpräsenz der USA in Westeuropa. Zitat Ende. Das Imperium, das informelle Imperium und der Hegemon hat die NATO als Rechtfertigung seines Militärs in Europa. Lesen wir wieder Zbigniew Brzezinski. Die Vereinigten Staaten haben immer wieder ihr aufrichtiges Interesse an einem vereinten Europa bekundet. Seit den Tagen der Kennedy-Administration wurde gebetsmühlenhaft gleichberechtigte Partnerschaft beschworen. Das offizielle Washington wurde nicht müde, seinen Wunsch zu beteuern, Europa zu einer Einheit zusammenwachsen zu sehen, die mächtig genug wäre, um sich mit Amerika die Verantwortung wie auch die Lasten einer globalen Führungsrolle zu teilen. Soweit die herrschende Sprachregelung zu diesem Thema. In der Praxis haben sich die Vereinigten Staaten weniger klar und eindeutig verhalten. Wünscht sich Washington wirklich ein Europa, das als ein gleichberechtigter Partner im Weltgeschehen auftritt? Oder ist ihm ein ungleiches Bündnis im Grunde lieber? Sind die USA beispielsweise bereit, sich mit Europa die Führung im Nahen Osten zu teilen? Einer Region, die nicht nur geografisch viel näher an Europa liegt als an Amerika, sondern in der einzelne europäische Staaten zudem seit langem eigene Interessen verfolgen? In diesem Zusammenhang fällt einem sogleich das Problem Israel ein. Jetzt Anmerkung des Lesers und Zitat Ende. Israel ist, hat ein besonderes Verhältnis zu Amerika. Nicht nur, dass die Gründung Israels 7 Stunden nach Gründung vom amerikanischen Präsidenten anerkannt wurde, sondern auch das permanente Veto, das wir jetzt im Sicherheitsrat sehen, dass zumindest ein Waffenstillstand bei der Abschlachtung unschuldiger Menschen von der Welt gewünscht wurde, immer wieder blockiert durch die USA. Aber lesen wir wieder Brzezinski. Auch die euroamerikanische Meinungsverschiedenheiten über die Haltung gegenüber Iran und Irak wurden von der USA nicht als eine strittige Angelegenheit zwischen gleichberechtigten Partnern, sondern als ein Fall von Insubordination behandelt. Also zusammenfassend noch einmal, Amerika, selbst in den Worten Brzezinskis, beteuert zwar öffentlich immer gleichberechtigte Partnerschaft, in Wirklichkeit zeigten die Handlungen aber etwas ganz anderes. Ja, und nun wollen wir uns mal aus der Geschichte von 2001 eine Rede vom Wladimir Putin anhören, wie er zu Europa steht. Wir sprechen von einer Partnerschaft, nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden, heimlich leisten wir weiterhin Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO, mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die Probleme des Abwehrraketensystems einigen und so weiter und so fort. Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas und der Vereinigten Staaten. Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen
und real selbstständigen Mittelpunkt der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen, mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen wirken. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich. Wünschen Sie sich von den Deutschen? Ein Verständnis der Untrennbarkeit des Verhältnisses zwischen Russland und Deutschland. Und ich will Ihnen versichern, dass in Russland es ein Verständnis gibt, dass ohne ein wirklich partnerschaftliches Verhältnis zu Deutschland Russland es kaum schaffen wird, sich in den europäischen wirtschaftlichen und politischen Raum zu integrieren. Und wir betrachten Deutschland als unseren wirklichen, als den privilegiertesten und strategischen Partner in Europa. Aufgrund der geostrategischen Lage Russlands, das mit dem Kopf in Europa steckt und mit dem restlichen Leib in Asien, ist es natürlich von essentieller Bedeutung, dass Russland als euroasiatisches Riesenland nicht von Europa abgeschnitten ist. Und deshalb sucht Putin 2001 und 2002 die Anbindung an Europa, eine starke Partnerschaft. Und genau dieser Schulterschluss zwischen Russland und Deutschland ist es, was den Amerikanern schon immer ein Dorn im Auge war. Hierzu lese ich etwas vor vom Chicago Council of Global Affairs, eine Rede gehalten am Februar 2015. Die größte Sorge US-amerikanischer Politik sei es, seit dem Ersten Weltkrieg bereits, ein mächtiger Schulterschluss zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind die beiden Kräfte die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und unser Interesse ist es, dass das nicht geschieht. Das ist von George Friedman. Weiter. Die USA richten gegenwärtig einen Sicherheitsgürtel ein. Das haben die Russen sehr wohl verstanden. Die Frage, die sich ihnen stellt, ist diese. Kann die Ukraine als Pufferzone zwischen sich und dem Westen halten? Oder wird der Westen so weit in die Ukraine vordringen, dass die NATO nur 100 Kilometer vor Wolgograd steht und 500 Kilometer vor Moskau? Für Russland stellt die Lage in der Ukraine eine existenzielle Bedrohung dar. Die Russen können diese Frage nicht einfach auf sich beruhen lassen. Die USA ihrerseits aber können die Ukraine nicht den Russen überlassen. Deswegen richten wir den besagten Sicherheitsgürtel ein. Deswegen stationieren wir unsere Eingreiftruppen in den baltischen Staaten, in Polen, Rumänien und Bulgarien. Somit steht ein Land zwischen den Meeren, ein Sicherheitsgürtel zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer. So. Nachdem nun 2004 die drei baltischen Staaten dem Nordatlantikpakt beigetreten sind, hatte Russland offiziell wieder eine Grenze mit der NATO. Seit 2004 hat der Nordatlantikpakt also eine Grenze direkt und unmittelbar mit Russland und umschließt eine kleine Exklave namens Kaliningrad oder ehemals Königsberg. Nun gut, die nächste Eskalation zwischen NATO und Russland erfolgte dann 2007, als Amerika beschloss, Raketenabwehrbasen in Rumänien und Polen einzurichten, die sich angeblich gegen ballistische Raketen aus dem Iran richten sollten. Denn natürlich könnte Iran mit interkontinentalen Raketen über Europa nach USA schießen. Dass dies natürlich eine Farce ist, wurde von Russland erkannt und sie wussten, wogegen sich das widmet und haben es auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz direkt angesprochen. So one NATO endorsement for its plan to put a missile defense system in Europe, despite the objections of Moscow. Russia also stands vehemently opposed to Georgia and Ukraine's bid to be put on the path to NATO membership
And NATO members Germany and France have expressed reservations. In the end, the alliance decided to, in effect, table the request. And Ukraine for their membership in NATO and offers them a clear path forward to meet that goal. But Russia is vehemently opposed, and NATO members France and Germany suggest now might not be the right time to put the two former Soviet republics on the path to NATO membership. Another issue facing... В это же самое время. А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков каждый. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Also in 2008 ist der Ton schon sehr, sehr rau geworden zwischen der NATO und Russland. Putin fragt in Bukarest auf dem NATO-Gipfel, was das denn soll, diese Raketenabwehrsysteme, die im Übrigen auch offensiv bestückt werden können, in Bukarest und Polen aufzubauen. Wie soll denn, die USA antwortet darauf, der Iran könnte Raketen über Kleinasien, Europa und den Atlantik bis in die USA schießen. Und natürlich hat diese Ausrede niemand für voll genommen. Denn man soll die Leuten ja nicht an den Worten messen, sondern an den Taten. Und wenn nun Militärbasen errichtet werden und gleichzeitig noch der ABM-Vertrag gekündigt wird, der die Raketenbasen begrenzt und Rüstungskontrollen gewährleistet, dann spricht das auch eine eindeutige Sprache. Aber irrelevant dessen, wir wollen einfach mal schauen, was denn die ukrainische Bevölkerung zum Beitritt der NATO sagt, beziehungsweise ihr gewählter Vertreter Juschenko. Ist aber gegen den Beitritt der Ukraine und auch gegen den Beitritt Georgiens. Die Begründung, die Bevölkerung sei eben dagegen. Ein anderer Grund, der weniger deutlich ausgesprochen wird, ist Russland. Beitritt der Ukraine zur NATO, sondern über den MAP, den Membership Action Plan. Er ist nur ein Schritt in Richtung NATO. Es ist der letzte Schritt im Dialog, aber das heißt nicht, dass wir beitreten. Wenn wir uns der öffentlichen Meinung zuwenden, beobachten wir Folgendes. Vor 3 Jahren waren für den Beitritt zur NATO nur 17% der Bevölkerung. Vor einem Jahr schon 29%. Jetzt sind es 40%. Lassen Sie uns der Ukraine eine Chance geben. Unsere Chance, das ist die MAP. Halten wir fest, dass Viktor Janukowitsch die Reporterin anlügt, indem er sagt, die MAP, also der Beitrittsplan der Ukraine zur NATO, wäre nur ein Schritt auf dem Weg und würde ja nicht bedeuten, dass sie beitreten. Obwohl das bereits 11 Jahre zuvor in Madrid in der NATO-Ukraine-Charta bereits festgelegt wurde und Janukowitsch hier die Politik Washingtons ausführt. Deshalb ist es ihm auch egal, dass eine Minderheit in seinem Land für den NATO-Beitritt ist. Es ist sicherlich denkbar, dass eine Mehrheit der Ukrainer ein Interesse hat, der Europäischen Union beizutreten. Selbst Russland hätte ein Interesse, der Europäischen Union beizutreten. Aber warum denn der NATO? Die NATO, ich erinnere, ist ein reines Militärbündnis. Und alle NATO-Generäle, das heißt, das ist unter dem NATO-Generalsekretär der zweite in der Hierarchie, alle NATO-Generäle waren Amerikaner und führen die amerikanischen Streitkräfte innerhalb von Europa. Nun wollen wir es vielleicht das Video beenden mit dem, was der erste NATO-Generalsekretär, also das, was heute so Tage Stoltenberg ist, zur Gründung der NATO gesagt hat. Er meinte, die NATO wäre gegründet worden, um die Russen rauszuhalten, die Deutschen unten zu halten und die Amerikaner drinnen zu halten.